Mein Name ist Tanja Zieschank, ich bin die Professorin für Geriatrie an der Universität Oldenburg. In der Patientenversorgung leite ich die Akutgeriatrie am Klinikum Oldenburg und die geriatrische Reha am Reha-Zentrum Oldenburg. Meine MitarbeiterInnen und ich engagieren uns in der Lehre, im Studiengang Humanmedizin, aber auch in den Masterstudiengängen Molecular Biomedicine, Physik, Technik, Medizin und Versorgungsforschung. Jetzt möchte ich Ihnen unsere Forschungsaktivitäten vorstellen. Ein Großteil davon findet hier im Ganglabor der Universität Oldenburg statt. Im Rahmen einer Förderung vom BMBF haben wir ein hochmodernes, innovatives Perturbationslaufband angeschafft. Dieses kann nicht nur das Gangmuster der Probanden über Kraftmessplatten aufnehmen, sondern kann gezielte Störungen des Ganges hervorrufen durch Beschleunigen, Abbremsen, Seitwärtsbewegen oder auch Kippen. Neben dem Perturbationslaufband haben wir aber auch eine Sensormatte, um eben auch den Gang auf dem Boden zu analysieren, mit oder ohne Hilfsmittel. Das übergeordnete Ziel unserer Arbeit für die nächsten Jahre ist, dass wir auch Interventionen für das sichere Gehen machen, wo wir diese reaktive dynamische Balance als einen ganz wichtigen Faktor sehen, der auch noch zu wenig erforscht ist. Im weiteren Verlauf werden wir hier Interventionsstudien durchführen. Damit werden wir nächstes Jahr anfangen. Die weitere Perspektive ist wirklich individuell angepasste Interventionen für die Gangsicherheit und zur Sturzprävention für die ältere Bevölkerung in Oldenburg anbieten zu können, die über das hinausgehen, was es etablierterweise schon gibt, wie Physiotherapie, Reha-Sport oder geriatrische Reha.